Hallo zusammen, ich bin Anna, herzlich willkommen zu meinem Video. Heute, wie ihr den Titel vielleicht schon gelesen habt, warum mache ich jetzt Musik? Wieso? Was ist meine Intention dahinter? Warum mache ich das überhaupt? Also erst einmal, Musik mache ich schon ziemlich lange, also ich höre gerne Musik und ich habe auch schon eigene Texte oder Texte, so ein, zwei, drei Texte mal geschrieben. Ich weiß nicht, ob ich die wiederfinde. Ich glaube, einen kann ich mehr oder weniger noch auswendig. Das habe ich für einen Jungen damals geschrieben. Grüße gehen raus, das war echt blöd. Und ich erzähle euch mal ein bisschen, wie das halt angefangen hat. Also ich war ein bisschen verknallt in einen Jungen aus meiner Klasse damals in der Realschule. Ja, und dieser Junge, der mochte mich halt nicht. Und dann habe ich halt das Lied I Love You and You Hate Me geschrieben. Also, ja. Das Lied werde ich irgendwann auch droppen, ob ich das in der gleichen Originalversion einmal hochlade und einmal in einer besseren Version mit einem sinnvolleren Text wie I Love You and You Hate Me und sowas und keine Ahnung. This is not fine, habe ich am Ende, glaube ich, gesungen. Und das war halt irgendwie so ein bisschen, heutzutage würde ich vielleicht anders schreiben. Ich möchte neue eigene Songs schreiben. Ich möchte einen Song darüber schreiben, wie ich absolviert wurde von jemandem, wie... Und dann auch noch geblockt wurde. Das ist auch blöd. Ich werde einen Song darüber schreiben, wie man mich geghostet hat einmal. Ich werde einen Song über meine Erkrankung schreiben, oder mehrere Songs über meine Erkrankung schreiben. Ich werde einen Song darüber schreiben, wie sehr meine Mutter mir fehlt. Das wird ein sehr persönlicher Song werden. Ich werde mich dann noch irgendwann... Das wird alles im Verlauf des Jahres passieren. Das wird jetzt nicht die nächsten Wochen passieren. Ich werde erstmal ganz viele Sachen covern. Ganz viel singen üben auf jeden Fall. Ich probiere heute auch noch ein Cover aufzunehmen, je nachdem. Ich möchte Tränen mehr von Luna covern. Tränen mehr. Ein richtig relativ unbekannter Song, auch... Ich glaube schon 3 Jahre alt oder so, keine Ahnung. Und der ist richtig gut. Und allein diese Textzeile, ich hab nie gesehen, wie sehr du leidest. Ich dachte, es wäre alles okay, doch innerlich ein paar Zweifel. Bitte verzeih mir und lass ein Teil hier von dir. Ja, das ist so geil. Also diese Zeilen wollte ich mir irgendwann mal tätowieren lassen, aber Tattoos dieses Jahr weiß ich noch nicht. Ich werde erstmal ein bisschen abnehmen, warten. Also es läuft auch wieder ganz okay mit Abnehmen. Also das Abnehmen-Update nächste Woche wird erforderlicher sein, hoffentlich. Ich halte mich dieses Wochenende noch zurück. Ich werde dieses Wochenende kein Alkohol trinken. Höchstens ein Bier oder ein Mischbier, mehr nicht. Also alkoholfrei meistens auch. Und mehr trinke ich halt nicht. Ich werde auch morgen in die Sauna gehen. Das heißt, ich werde alle Videos, die morgen kommen, vorhochladen. Und mit dem geplanten Zeitpunkt halt hochladen. Wann? Seid gespannt. Es wird auf jeden Fall... Nachmittags oder vormittags und abends ein Video kommen wahrscheinlich. Genau, aber das wollte ich jetzt alles hochladen und aufnehmen. Und ich schweife wieder auf ein Thema ab, es tut mir leid. I'm a little messy. Ich habe auch dieses Lied, was ich mal geschrieben habe für diesen Jungen, auf dem Schulhof gesungen. Und ich glaube, Tokyo Hotel durch den Monsun habe ich auch gesungen. Irgendein anderes Lied, glaube ich, auch noch. Und ich wurde mit Geld abgeworfen, damit ich aufhöre zu singen, weil die das scheiße fanden. Und seitdem habe ich nicht mehr vor Publikum oder in der Öffentlichkeit gesungen. Das Einzige, was ich gesungen habe, ist vielleicht mal unter Dusche. Bekannt, man kennt ihn, wenn unter Dusche singen. Oder halt im Auto eher. Also im Auto ist eher so mein Ort, wo ich am liebsten singe. Ich singe auch sehr oft im Auto. Das habe ich schon seit über Jahren hinweg gemacht, aber ich dachte, ich höre mir scheiße an. Es ist nicht gut genug für irgendwas. Aber ich hatte schon immer diesen Traum, ich möchte mal auf der Bühne stehen. Oder irgendwie... in Interaktion mit Leuten gehen, die ich auch eigentlich gar nicht kenne und die mich vielleicht auch ganz gut finden. Also wenn ich irgendwann mir eine Fanbase aufbauen könnte, das wäre wahnsinnig. Auch wenn dann nur 10 oder 100 Leute kommen zu meinem Konzert. Ich würde jeden so tausend Dank, so viel Dankbarkeit schenken. Ich würde so geil, ich würde dann so lange proben und so. Und ich kenne auch, Grüße gehen raus. Ich habe gehört, dass jemand ein Tonstudio hat. Wenn ich mein Album wirklich produzieren möchte, ich persönlich selbst publishen. Oder wenn eine Plattenfirma doch mal kommt, ich weiß es nicht. Also man soll ja nie sagen, never say never, wie von Justin Bieber, beste. Nein, also Justin Bieber ist mein Lieblingskünstler und der hat mich inspiriert, es jetzt auf YouTube hochzuladen. Weil er wurde auf YouTube bekannt. Natürlich, er war jünger. Ich habe es jetzt erst später gemacht, aber ich habe mich auch einfach nicht getraut, vor der Kamera zu reden und zu stehen. Und dass ich das jetzt so gut kann, das weiß ich nicht, woher das kommt. Das ist vielleicht auch irgendwie so ein bisschen, ich bin sehr extrovertiert, ich bin sehr offen für alles und auch sehr offen, um neue Menschen kennenzulernen. Es sind doch so viele schöne Menschen letztes Jahr in mein Leben gekommen, die ich jetzt nicht mehr missen möchte. Grüße gehen raus, Dustin. Er hat so eiskalt gesagt, ja, also du wirst mich auch nicht mehr los. Ich möchte mit dir zusammen alt werden, im Sinne von, dass man halt zusammen halt alt wird. Und dass er halt nie wieder halt
dass irgendwie weggeht, diese Freundschaften, diese Verbindung, diese Connection, die man zueinander hat. Und weil man auch sehr viele Parallelen hatte, wir waren jetzt letztens sogar auch mal shoppen zusammen in Kö, also in Düsseldorf. Ich habe mir nur einen Pulli gekauft, den ihr im letzten Video gesehen habt. Der war richtig krass runtergesetzt, sonst hätte ich ihn mir auch nicht gekauft. Ich muss ein bisschen auf mein Geld natürlich auch achten. Und ja, ich hoffe, dass meine Ziele dieses Jahr auch nicht zu hoch gegriffen sind, weil ich habe jetzt auch schon mittlerweile, danke für 114 Abonnenten. Nur um mein Gesicht zu sehen, haben mich 114 Menschen, ich kenne keine 114 Menschen persönlich, und krass, vielen lieben Dank, thanks, I'm so blessed, also ich bin echt so gesegnet, dass so viele Menschen sich für meine Videos interessieren. Und auch so viele Menschen liken. Ich glaube, 10 Leute haben meine Videos von I Show You von Justin Bieber geliked. Nur ein Dislike, glaube ich. Ich weiß es nicht. Und das sieht man ja nicht. Also ich sehe die Dislikes, ihr seht die nicht. Ich bekomme jetzt irgendwie aus Prinzip immer mindestens ein Dislike, nur weil jemand mich wahrscheinlich nicht mag oder das, was ich mache, nicht mag. Aber aber ist okay. Also ihr müsst es ja auch, also wenn ihr es nicht mögt, dann schreibt doch einen Kommentar, was ihr nicht mögt. Konstruktive Kritik ist immer gut. Ja, es wird aber noch so viel Geiles kommen. Meine Videos werden deutlich besser werden jetzt über das Jahr hinweg. Ich werde mir gutes Equipment kaufen. Ich filme das gerade mit meiner Handykamera, mit meiner Frontkamera, damit ich sehe, wie ich aussehe beim Video, weil ich das besser kann. Dann rede ich ja zumindest mit mir selber quasi. Ja, es wird noch so geile Sachen kommen. Ich werde noch ein Motivationsvideo droppen, das ich richtig aufwendig produzieren möchte. Ich werde noch andere Sachen, also viele Erkrankungen auch erläutern, auf Deutsch natürlich. Ich werde auch ein paar Videos auf Englisch machen auch. Auch für die englischen Zuschauer vielleicht auch einen Untertitel machen. Das kommt noch. Also dieses Wochenende habe ich keine Zeit, einen Untertitel da jetzt noch einzufügen. Aber vielleicht habe ich ja irgendwann in der Woche, nächste Woche Zeit. Danach, das Wochenende, bin ich auch komplett weg, weil eine gute Freundin von mir Geburtstag hat. Also es wird auf jeden Fall trotzdem sehr viel kommen. Ich werde natürlich auch trotzdem Privatleben haben und so viel, was Privates ist, auch auf private Sachen lassen, so. Und was ich denke, was man teilen kann, werde ich natürlich auch teilen. Auf jeden Fall diese Message, die man mit der Musik so direkt auch auf jeden Fall rüberbringen kann, die möchte ich halt auch rüberbringen. Das heißt, ich möchte sagen, hey, macht Musik. Wenn jeder, der das jetzt sieht und ein bisschen singen kann oder denkt, dass er einigermaßen singen kann, kommt, nehmt einfach mal ein Video auf, zeigt es euren Freunden. Ihr könnt es ja auch auf nicht gelistet machen, also das privat ist, dass nur Menschen, die diesen Link haben, eure Videos gucken. Das könnt ihr ja zum Beispiel machen oder einfach einfach so per WhatsApp schicken. Also ihr könnt, jeder Mensch, der Musik machen möchte, hat das Recht, Musik zu machen und ein Künstler zu sein. Und ich möchte, das ist halt eine Art und Weise, wie ich mich ausdrücken kann, wie ich meine Message besser rüberbringen kann, als jetzt im YouTube-Video darüber zu drehen, auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall, das ist es halt. Also Justin Bieber hat mich dazu motiviert. Ich habe es alleine nicht gemacht, weil ich halt beworfen wurde mit Geld, weil ich dachte, ich kann nicht singen, ich kann es eh nicht. Und auch viele Leute meinten, ich kann nicht singen. Ich glaube, sogar meine Mutter hat es mir irgendwann mal gesagt. Tut mir leid, Mama, ich singe trotzdem und es macht mir Spaß. Solange es mir Spaß macht und mir nicht schlecht tut und ich nicht irgendwie richtig krasse Hasskommentare bekomme, die mich richtig heftig haten. Aber auch wenn das so ist, ich würde diese Kommentare löschen. Und wenn die Person mich beleidigen, auch zur Anzeige bringen, natürlich, weil ich dieser Hass im Internet, das ist kein Ort zum Hassen. Hier ist ein Ort eigentlich eher für Liebe, finde ich. Also um Leuten was Gutes zurückzugeben und nicht um Leute irgendwie fertig zu machen und so weiter und so fort. So, das war's auch erstmal von mir. Ich nehme jetzt doch das Cover von Tränen mehr auf und vielleicht noch zwei weitere Cover, je nachdem wie viel Zeit ich habe. Ich habe bis 1 Uhr, also bis 13 Uhr Zeit. Jetzt ist es gerade 11 Uhr, das heißt, ich habe noch 2 Stunden Zeit, Videos zu machen, weil morgen bin ich den ganzen Tag in der Sauna und entspanne mich, weil ich brauche dringend mal Pause, eine Auszeit, weil es auch ziemlich stressig war für Arbeit. Aber ich liebe meine Arbeit, mein Hobby mag ich natürlich auch, aber meine Arbeit mag ich halt auch sehr gerne. Ich meine, das ermöglicht mir ein richtig gutes Leben, finde ich, zu führen. Und da haben viele Leute es einfach deutlich schwerer als ich, weil ich habe echt eigentlich gar keine Sorgen in dem Sinne, außer dass ich halt eine psychische Erkrankung habe, dass es mir sonst echt schlecht geht, dass ich meine Mutter verloren habe, relativ frisch noch, dass ich da dann noch ziemlich struggle, dass ich mich sehr einsam fühle in letzter Zeit. Dass ich denke, ich mache alles falsch, dass ich irgendwie Schuldgefühle habe und so weiter und so fort. Aber ich mache immer ein Video, was mich gerade alles so belastet und was dann vielleicht, also ich bin nicht depressiv, aber das eventuell so eine kleine schlechtere Phase einleitet. Ja, das mache ich aber auch noch, das kommt irgendwann nächste Woche, aber diese Woche kommt noch ein bisschen was. Also bitte gebt mir auch ein bisschen Pause, ein bisschen Auszeit, aber ja.
Ich bin auch sehr auf TikTok aktiviert, da ist Anakin Number One, also Nummer 1. Ja, genau wie meine Trikotnummer früher beim Fußball. Da wird aber auch noch irgendwas kommen, es wird vielleicht noch Fußball-Content nochmal kommen und so und so. Also seid gespannt, ich werde auch meine Videos bald in so Playlists packen, das mache ich vielleicht auch noch jetzt am Wochenende, Sonntag nachher, sondern arbeite ich dann auch noch ein bisschen quasi daran. Ja, das war's dann auch erstmal, warum ich Musik mache. Natürlich, um euch zu unterhalten, um meine Message rüberzubringen. Ich werde auch nur Songs covern, wo ich voll hinterstehe. Das heißt, auch wenn mir Leute Songtexte wie Schlager oder sowas vorschlagen, das wird nicht auf YouTube kommen. Das kann höchstens auf TikTok aus Spaß so, ne? Also YouTube ist einfach die Plattform, die ich nehme, um meine Lieder zu performen, die ich auch richtig gut finde. Die guten Lieder von Justin Bieber. Es gibt wenige Lieder, die ich einfach nicht covern wollen würde, weil ich die halt nicht so gerne mag. Aber eigentlich fast jedes Lied wird da gecovert. Also seid gespannt, er hat viele Lieder rausgebracht. Auch das alte Album werde ich auch noch machen. Das nächste, was ich vom alten Album von My World mache, ist Down to the Earth. Das wird auch nächste Woche kommen, denke ich. Aber seid gespannt. Ich habe meine Liste von Songs, das ist bestimmt so lang. Also ich werde jede Woche mindestens 2-3 Cover droppen und ich hoffe, euch gefällt es. So, das war's jetzt auch wirklich von mir. Es hat ein bisschen länger gedauert, als ich dachte. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr seid einigermaßen unterhalten geworden. Und ich werde auch, egal was kommt, nicht aufhören, Musik zu machen, weil ich liebe es, Musik zu machen. Es hat so Spaß, diese Cover aufzunehmen. Auch wenn es 2-3 Stunden dauert teilweise. Scheiß drauf. Es macht Spaß. Danach bin ich besser wahrscheinlich. Und ich werde auch noch Gesangsunterricht nehmen, was ich mal gesagt habe. Okay. Gut, dann euch noch ein schönes Wochenende. Genießt es. Es ist leider nicht so geiles Wetter hier in NRW zumindest. Aber vielleicht da, wo ihr seid, genießt das Wetter. Verbringt Zeit mit euren Freunden und Familie, weil das wird euch nie... die Zeit, die ihr... natürlich nehmt euch auch Zeit für euch selber, wenn ihr das braucht. Aber genießt die Zeit mit eurer Familie und Freunden. Man weiß nie, wann man die Person zum letzten Mal sieht. Und dann bereut ihr nicht, dass ihr nicht noch mehr Zeit mit der Person verbracht habt. Das ist mein Tipp. Kleiner Tipp am Rande. So, dann bis zum nächsten Video, später vielleicht. Je nachdem, wie ich das hinbekomme heute. Und euch noch einen traumhaften Tag. Schönes Wochenende. Bis dann, eure Anna. Ciao.